Hallo, in diesem Video geht es um Templates, Ausnahmen und die Standardbibliothek in C++ und insbesondere um Aufgabenzettel 6 des Moduls MMI und GUI Programmierung. In dieser Aufgabe soll eine Template-Klasse entwickelt werden, die heißt Limited Redundancy Vector und die hat die Aufgabe, ein Array von Elementen zu speichern und die Manipulation dieses Arrays zu erlauben, mit der Beschränkung, dass ein bestimmtes Element nur endlich oft drin vorkommen kann. Ja, und deswegen hat die Template-Klasse zwei Parameter. Der erste gibt den Typ der Elemente ein und der zweite Parameter ist eine Ganzzahl Max Redundancy, die angibt, wie oft ein Element redundant vorkommen darf. Dann gibt es so ein paar Funktionen bzw. Methoden für diese Klasse. Da haben wir einerseits eine Add-Methode, der kann ich ein Element übergeben und dann wird das der Liste hinzugefügt. Gibt es das Element bereits Max Redundancy oft, wird eine Ausnahme geworfen, denn dieser Parameter gibt eben an, wie oft das Element vorkommen darf und das darf ich nicht überschreiten. Das heißt, in dem Fall wird eine Exception geworfen. Remove entfernt ein Element, gibt es das Element nicht, wird ebenfalls eine Ausnahme geworfen. Und dann haben wir noch Contains, Count und Size. Contains gibt mir genau dann True zurück, wenn ein Element in dem Vektor vorhanden ist. Count zählt, wie oft ein Element in dem Vektor vorhanden ist. Und Size liefert mir die Anzahl der Elemente im Vektor zurück. Dann gibt es noch den überladenen Index-Operator mit den eckigen Klammern. Der soll die Möglichkeit geben, sowohl lesend als auch schreibend auf ein Element zuzugreifen. Und den Operator für die Stream-Ausgabe, hier mit bestehend aus diesen zwei spitzen Klammern, der soll es ermöglichen, diesen Vektor in einen Stream umzuleiten, zum Beispiel in Cout, sodass ich ihn bequem ausgeben kann. Ein Hauptprogramm soll dazu geschrieben werden und dann gibt es hier unten noch die Ausnahmen von std exception abzuleiten. Und es gibt außerdem noch den Tipp, im Idealfall eine Datenstruktur zu nehmen, die es bei C++ schon gibt, für die interne Repräsentation dieses Limited Redundancy Vektors. Gut, dann gehen wir doch direkt mal in die Programmierung. Wir nehmen den Qt Creator. Da es sich aber um ein reines C++-Programm handelt, können Sie jede andere Entwicklungsumgebung ebenfalls benutzen. Wir legen uns jetzt jedenfalls ein neues Projekt an, ohne Qt, eine reine C++-Anwendung und die nennen wir Limited Redundancy Vector. Genau. Gut, wir gehen auch weiter, legen das Projekt entsprechend an und jetzt wird ein einfaches C++-Programm mit so einem Hello World-Hauptprogramm angelegt. Das ist natürlich ausführbar. Und eine gute Grundlage jetzt, um das Ganze zu entwickeln. Also, wir legen eine Template-Klasse an. Das heißt, die gesamte Implementierung befindet sich auch in der Header-Datei. So. Das müssen wir nochmal gerade gucken. Starten wir Qt Creator neu legen. Gerade unter Mac hat der Qt Creator leider den einen oder anderen Bug, sodass ich jetzt keine Datei hinzufügen kann. Das funktioniert jetzt aber nach Neuöffnen des Qt Creators. Also wir klicken rechts auf das Projekt, sagen hinzufügen und legen uns eine C++ Header-Datei an. Die nennen wir dann jetzt auch Limited Redundancy Vector.hpp. Das fügen wir auch hinzu. Und HPP ist so eine beliebte Endung für eine Header-Datei, die eben auch eine Implementierung beinhaltet. Gut, die Klasse wird auch Limited Redundancy Vector heißen. Entscheidend ist aber jetzt hier, handelt sich um eine Template-Klasse. Das heißt, wir müssen das Schlüsselwort Template davor schreiben. Und es gibt eben zwei Parameter. Das eine ist der Typ T und das andere ist eine Ganzzahl, in diesem Fall int max redundancy. Ja, das sind also unsere beiden Template-Parameter, die wir jetzt hier
in der Klasse verwenden können. Es wird einen öffentlichen Konstruktor geben und dann können wir schon mal alle Methoden definieren, die wir hier brauchen. Also das eine ist die Add-Methode, die ein Element bekommt. Jetzt können wir hier den Platzhalter benutzen. Ja, das, der Parameter dieser Methode hat den Typ T. Wir können, haben eine Methode, um das zu entfernen, remove. Wir haben eine Contains-Methode, Contains, die ändert das Objekt nicht, deswegen gibt es ein Const dahinter und eine Count-Methode, die zählt, wie oft ein Element in der Liste vorkommt, und es gibt eine Methode Size, die liefert mir die Anzahl der Elemente zurück in diesem Vektor. Ja, das heißt, die ist auch konstant. Dann gibt es noch einen Operator, da kommen wir gleich zu. Den implementieren wir noch ein bisschen später. Und wir brauchen nachher noch einen Operator, um diese Ausgabe zu implementieren. Das kommt auch gleich. So, und dann ist erstmal die Frage, welche interne Datenstruktur benutzen wir? Und da fällt die Wahl eigentlich relativ leicht. Es gibt in der Standardbibliothek bereits eine Vektorklasse, die auch als Template implementiert ist, die mir eben erlaubt, eine Art Array, dynamisches Array zu implementieren. Die können wir also hier einfach einbinden. Die entspricht im Grunde dem, was wir brauchen, mit der Ausnahme, dass sie eben nicht die Redundanz von Elementen beschränkt. Das ist das, was unsere Klasse nachher macht. Genau, also das ist die interne Datenstruktur und genau, unser Standardkonstruktor ist leer, der macht letztendlich nichts. Das Schöne an der Stelle ist, diese Datenstruktur bietet schon alle Möglichkeiten, um auf Elemente zum Beispiel zuzugreifen, aber die bietet auch eine Size-Methode, das heißt, wir können hier die Size-Funktion direkt inline implementieren, indem wir diese Aufgabe einfach an die interne Datenstruktur weitergeben. Ja, deswegen war auch der Tipp in der Aufgabenstellung, die Vektorklasse zu verwenden oder eine bereits vorgegebene Klasse zu verwenden. Das heißt, die Anzahl der Elemente in dem Limited Redundancy Vektor entspricht der Anzahl der Elemente in dieser Datenstruktur. Da steht jetzt das Inline-Schlüsselwort vor, um dem Compiler einen Hinweis zu geben, diese Methode vielleicht nicht als Methode zu implementieren, sondern direkt in den Code einzufügen an der Stelle, wo die aufgerufen wird. Moderne Compiler werfen dieses Inline-Schlüsselwort allerdings in der Regel weg und treffen diese Entscheidung selber. Gut, dann fangen wir mal an mit so ein paar einfachen Methoden, zum Beispiel der Methode Contains. Ja, das ist also diese hier. Wie gesagt, die ändert die, dieses Objekt nicht, deswegen können wir die entsprechend mit einem Const versehen und die implementieren wir jetzt eben. Vor jeder Implementierung muss wieder dieser Template-Bezeichner geschrieben werden. Da es sich um eine Klassenmethode handelt, muss auch hier jetzt dieser der Klassenname davor geschrieben werden und die Template-Parameter in Spitzenklammern dahinter. Die Hauptherausforderung bei der Implementierung von Templates in C++ ist, die Syntax hinzubekommen. Ja, das ist also etwas ungewohnt, hier diesen Template-Parameter vorzuschreiben und die hier nochmal zu erwähnen, aber die Parameter. Aber das, da muss man letztendlich einfach durch. Gut, und wir wollen jetzt einfach wissen, ist das Element enthalten in diesem Vektor? Und das können wir einfach tun, indem wir mit einer for-each-Schleife über die einzelnen Elemente des Vektors drüber laufen. Das heißt, wir können den hier einfach aufzählen, die Elemente über so eine for-each-Schleife und prüfen dann, bei jedem Element entspricht das dem Element, was wir gegeben haben. Falls ja, haben wir das gesuchte Element, naja, ist ein if, ne? Falls ja, haben wir das gesuchte Element gefunden und geben true zurück. Falls diese Schleife aber durchläuft
ohne dass wir in irgendeiner Form oder das Element gefunden haben, dann geben wir hier false zurück. So, jetzt war hier noch eine Doxygen-Kommentierung gefordert, das können wir gerade noch machen. Returns whether an element is contained in Vector und bekommt als Parameter eben das Element, das wir suchen, ne? Gecheckt und return true if element is returned. If mit 2 F ist die Abkürzung für if and only if, also genau dann, wenn. Gut, dann implementieren wir noch die zweite Read-Only-Funktion, nämlich Count. Count liefert mir zurück, wie oft ein Element vorhanden ist in dem Vektor. Und das können wir also hier auf eine sehr ähnliche Art implementieren wie vorher. Wir haben also hier wieder eine Aufzählungsschleife. Also for each Schleife, wir haben einen Counter und wenn das aktuell aufgezählte Element dem gesuchten Element entspricht, dann erhöhen wir den Counter und den geben wir dann entsprechend am Ende zurück. Okay, das heißt auch hier kurz ein bisschen Doxygen. Counts how often an element exists. Exists in Vector. Dann haben wir hier diesen Elementparameter und Number of times Element exists in Vector. Okay, also wir haben jetzt eine Funktion, die sagt mir, ob ein Element vorhanden ist oder ob wie oft das vorkommt. Und um das Ganze nur so als Information, man könnte auch hier alternativ die Funktion Count aufrufen. Das heißt, als Alternative zu dieser For-Each-Schleife könnten wir bei Contains zählen, wie oft ist das Element vorhanden? Ist es mehr als 0 mal vorhanden? Muss es existieren? Also wird hier True zurückgegeben. Das ist allerdings ineffizienter als diese Schleife, denn die gibt direkt True zurück, wenn es zum ersten Mal gefunden wurde, das Element. Okay, dann kümmern wir uns jetzt mal um diese Funktionen, die den Vektor tatsächlich auch ändern. Also fangen wir mal mit der Add-Funktion an. Und diese Funktion fügt eben ein Element hinzu ans Ende des Vektors. Und worauf wir hier eben achten müssen, ist, wenn die maximale Kapazität dafür schon erreicht ist, dann müssen wir eine Exception werfen. Also wir zählen das Element und wenn das schon der Max Redundancy entspricht, dann werfen wir hier eine Exception. Ansonsten delegieren wir das Hinzufügen des Elementes an die interne Vektorklasse und da gibt es eine Funktion, die heißt Pushback, die fügt eben am Ende dieses Arrays das Element hinzu. Okay, jetzt soll hier eine eigene Exception geworfen werden und das tun wir jetzt einfach mal. Wir legen also eine neue Klasse hinzu. Auch hier ist leider ein kurzer Neustart erforderlich. Ich hoffe, dass dieser Bug irgendwann mal behoben wird. Jetzt ist das Projekt neu geladen. Wir können jetzt wieder Dateien hinzufügen. C++-Klasse wählen. Also Max Redundancy exceeded, nennen wir mal diese Exception. Max Redundancy exceeded. Exception können wir die auch nennen. Das ist eine ganz normale Java-Klasse, die wir hier hinzufügen. Und jetzt haben wir hier diese Klasse. Worauf wir noch achten ist, gemäß Aufgabenstellung soll die von Standard-Exception erben. Das machen wir jetzt mal. Und fügen auch hier eine kleine Doxygen-Kommentierung zu. Also, Exception that is thrown if maximum redundancy of an element is exceeded or
It's already reached. Gut, die hat einen Konstruktor, der ist aber leer, der interessiert uns jetzt nicht im Detail. Aber jetzt haben wir hier die Klasse und können die auch wiederverwenden in dieser HPP-Datei von diesem Maximum Redundancy Vector. Also gucken wir mal, wenn jetzt eben die maximale Redundanz erreicht ist, dann werfen wir hier eine Max Redundancy Exceeded Exception. Ich sehe nur gerade, hier ist ein Typo drin. Hier müssen wir gerade noch ändern. Maximum Redundancy Exceeded heißt natürlich die Klasse. Das machen wir mal ein kleines Refactoring. Redundancy Exceeded Exception. So. Und wir sollten jetzt der Form halber auch die Datei umbenennen. Exceeded. Ja, wir wollen alle Dateien umbenennen. Genau, das hat er jetzt gemacht. Und jetzt können wir die auch einbinden. Okay, also was passiert in der Add-Methode? Wir lassen die Anzahl der Elemente zählen. Haben wir die maximale Redundanz schon erreicht, dann werfen wir eine Exception. Ansonsten fügen wir das Element entsprechend hinzu. Kurze Dodgeton-Kommentierung. Adds an Element. Vector. Element to add. Also hier Parameter Element wird beschrieben, das ist das Element, was hinzugefügt werden soll. Und Throws, und da geben wir dann noch an, welche Exception geworfen werden, wenn die maximale Redundanz vor Element oder ist exceeded, kann man auch sagen. Oder would be exceeded. Okay, also das ist das Hinzufügen von einem Element. Ja. Gut, und dann haben wir hier noch die Remove-Methode. Das ist die andere Methode, die ein Element entfernt. Die fügen wir jetzt auch mal hinzu. So, genau. Und die soll eben eine Exception werfen, wenn ein Element nicht gefunden wird. Da können wir beispielsweise sagen, contains, wenn das Element nicht vorhanden ist, dann soll die Exception, soll eine Exception geworfen werden. Ne? Also wenn das Element nicht gefunden wird. Ansonsten iterieren wir durch das Array durch oder durch den internen Vektor und suchen uns das entsprechende Element, also und holen uns den Index von diesem Element heraus. Also wir vergleichen jedes Element mit dem Suchelement. Wenn wir das Suchelement gefunden haben, springen wir raus mit dem Break. Ansonsten erhöhen wir den Index. Ja. Also was machen wir hier? Wir setzen ihn auf 0, gehen das ganze Array durch, vergleichen jedes Element mit dem Suchelement. Haben wir es gefunden, springen wir raus und Index ist dann der Index des Elements, was wir löschen wollen, und ansonsten erhöhen wir den Index. So, und dann müssen wir die Löschung eigentlich nur noch durchführen. Dafür gibt es die Erase-Funktion. Die kriegt einen sogenannten Iterator auf das erste Element und auf den addieren wir dann den aktuellen Index. Hier wird grunden nie der Fall eintreten, dass dieser Index außerhalb des Vektors liegt, denn wir haben ja mit contains sichergestellt, dass das Element in der Liste vorhanden ist. Ja? So. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist, auch hier brauchen wir eine neue Klasse, die nennen wir ElementNotFoundException. ElementNotFoundException. Die ist auch relativ unaufregend. Ja, das Einzige, was man hier noch machen muss, ist, dass die eben von der Exception-Klasse des
von der Standard-Exception-Klasse entsprechend erbt. Dafür müssen wir auch die Exception hier einbinden. Bei der anderen übrigens auch. So, und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Doxygen-Kommentierung. Sagen Exception that is thrown if an element is not found. So. Okay, also und jetzt machen wir nichts anderes, als diese Exception dann entsprechend zu werfen. Die müssen wir dafür natürlich auch noch einbinden. Element not found exception. Und jetzt fügen wir auch hier bei der Remove-Funktion ein bisschen Doxygen hinzu. Also removes an element from vector element that shall be removed. Und dann sagen wir noch throws if the element is not found. Ja. Gut, also wir haben jetzt alle Methoden implementiert, add, remove, contains und count. Was noch fehlt, ist der Operator mit den eckigen Klammern. Ja, also der Index-Operator, dem kann ich eine Zahl übergeben und dann greife ich auf das entsprechende Element zurück. Und wichtig ist, hier wird nicht nur der Typ zurückgegeben, sondern eine Referenz auf den Typ. Denn wir wissen ja, ich kann bei einem Array auch sowas hier schreiben. Ja, das heißt, auf ein Element zugreifen und den Wert ändern. Und dafür brauche ich eine Referenz. Deswegen sollte dieser Operator immer eine Referenz zurückgeben. Dann bekommt der einen Index. Und das Schöne an dem Operator ist, die Vektorklasse hat, die wir intern verwenden, hat ihrerseits bereits den Operator überladen. Und deswegen kann ich das hier entsprechend einfach delegieren. Okay, so, jetzt fehlt nur noch der Operator, mit dem ich das Ganze auf ein Stream ausgeben kann. Und der hat, das muss man einfach wissen, der hat als Rückgabetyp eine Referenz auf einen Output-Stream. Das muss eine Referenz sein, weil ich ja diese Dinge auch hintereinander schreiben kann. Ja, also auch bei einem Cout. Und da ist es wichtig, dass es sich immer um denselben Stream handelt. Deswegen muss hier eine Referenz zurückgegeben werden. Dann kommt hier der Operator. Und der kriegt als ersten Parameter den Stream, in den das reingeleitet werden soll. Und als zweiten Operator bekommt der eine Referenz auf einen Typ von diesem, von unserer Klasse. Ja. Das ist also ein Limited Redundancy Vector. Der hat die beiden Parameter, die wir hier übergeben haben. Und es ist eine Referenz darauf. Ja. Das dauert eine Zeit, bis man das genau so verstanden hat, dass genau das hier rauskommt. Aber ja, das ist also die Standardsyntax für diesen Operator. Er kriegt immer den Stream als ersten Parameter und als zweiten Parameter dann das Objekt, das wir gerne auf den Stream leiten würden. Und das machen wir mal. Wir geben den Vektor einfach mal in so einer Tupelform aus oder meinetwegen eckigen Klammern. Das ist vielleicht die gängigere Schreibweise, also nehmen wir mal an, da sind Zahlen drin gespeichert, dann wollen wir das so ausgeben. Also machen wir das auch mal. Dann geben wir als allererstes diese eckige Klammer aus und zum Schluss eben auch. Also sie wird in den Stream geleitet. Und wie gesagt, das kann ein Output-Stream sein, das kann aber auch eine Datei sein, in die wir schreiben. Das interessiert diesen Operator im Grunde nicht. Wir gehen jetzt mal über eine Zählschleife darüber, denn wir wollen wissen, ob wir im ersten Element sind. Falls wir nämlich nicht im ersten Element sind, geben wir ein Komma aus. Ja, also um uns von den vorherigen Elementen entsprechend abzugrenzen. Und ansonsten geben wir das aktuelle Element aus. Ja, das ite-Element. Sind wir also im zweiten oder in einem
späteren Element setzen wir noch ein Komma davor und ansonsten eben nicht. Okay, und das war es auch schon. Wir müssen aber den übergebenen Stream noch zurückgeben. Gut, bisschen Javadoc, Brief, Outputs oder Outputs, Vector oder Limited, Redundancy, Vector to Stream. So, und der erste Parameter ist der Stream und der zweite Parameter ist der Vector. Und die Rückgabe ist der Stream. Gucken wir mal gerade, ob wir überall auch Return angegeben haben. Ja, das haben wir. Okay, und damit sind wir auch mit der Implementierung fertig. Und jetzt sollten wir noch ein Hauptprogramm schreiben, mit dem wir das Ganze einfach mal ausprobieren. Also, wir binden uns jetzt mal diesen Limited Redundancy Vector, diese HPP-Datei ein. Und erzeugen uns jetzt mal einen Vektor, der soll Int-Werte enthalten und die dürfen maximal zweimal vorkommen. Wichtig ist, wenn ich jetzt hier den Typ ändere, zum Beispiel aus dem Int einen Character mache, dann habe ich nachher in der ausführbaren Datei oder in dem Kompilat die Klasse tatsächlich auch zweimal drin. Einmal für Int und einmal dann für den anderen Typ. Das unterscheidet das von den Generics in Java, wo ich die Klasse tatsächlich nur ein einziges Mal drin habe. Das gibt aber auch eine gewisse Flexibilität. Ich kann dann im Gegensatz zu Java auch noch mit den Typen rechnen, also sowas wie eine Addition und so verwenden. Das geht in Java letztendlich nicht. Also da kann ich jetzt nicht mit einem Plus-Operator arbeiten in einem generischen Typ. Hat aber in gewisser Weise auch den Nachteil, dass der Code größer wird, wenn ich diese Funktion oder dieses Template mehrfach verwende. Okay, wir testen jetzt zunächst einmal den Operator Add und meinetwegen die Ausgabe und fügen ein paar Elemente hinzu. Ja, das heißt, 5, 6, 7 und jetzt geben wir mal das Ganze auf den Standard-Ausgabekanal aus und bauen das Ding. Mal sehen, ob es kompiliert. Nein, tut es nicht. Wir haben noch, hier haben wir noch was, die Exception heißt anders, die heißt Limited, die heißt Element Not Found Exception. Gut, das müssen wir noch korrigieren. Und hier haben wir noch das Problem, dass wir auf den internen Vektor zugreifen. Kurz mal gucken, woran das liegen könnte. Das Element wird gezählt und hier wird eine Referenz verwendet. Da ist das Problem, hier greifen wir mit einer Referenz auf das Element zu. Allerdings soll die Count-Methode keine Werte ändern und da sieht der Compiler die Gefahr darin, dass wir das doch tun. Deswegen muss die Referenz hier weg oder man sagt, man nimmt hier ein Const davor, auch dann signalisieren wir den Compiler, dass wir nichts ändern. Okay, gut, das haben wir jetzt gemacht und siehe da, das Ganze hat funktioniert. Wir können also hier diesen Vektor ausgeben und wir können Elemente hinzufügen. Auch hier, wir könnten ihn auch ein zweites Mal ausgeben. Wir haben das Ganze ja als, den Stream geben wir ja wieder als Referenz zurück. Deswegen funktioniert das hier auch. Also das hat alles wunderbar geklappt. Und unsere Erwartung ist natürlich jetzt, der Stream hat eine Kapazität, also eine maximale Redundanz von 2, dass, wenn wir jetzt hier wieder eine 5 hinzufügen, dass eine Exception kommt. Und genau das ist der Fall. Ja? Die Max Redundancy Exception wird geworfen. Das können wir auch mal unter kontrollierteren Bedingungen ausprobieren. Wir wollen ja nicht unbedingt, dass das Programm abstürzt. Das heißt, wir machen einen Try-Block, fügen die 5 hinzu und catchen uns diese Max Redundancy Exception und wenn die entsprechend aufgerufen wird, dann sagen wir
Okay, das war erwartet. Ja, das ist also, damit testen wir die Funktion, ohne dass das Programm jetzt abstürzt. Und ja, genau, die Exception wird also an dieser Stelle auch entsprechend gefangen. Dann testen wir noch das Removal. Test Removal von irgendeinem Wert. Wir entfernen jetzt mal die 7. Sagen dann, Vector after removal und führen das Ganze nochmal aus. So. Und jetzt gucken wir auch hier das gleiche Problem wie eben. Das muss eine konstante Referenz sein, dass wir die nicht ändern. Was übrigens ganz interessant ist, der Fehler ist eben nicht aufgetreten beim Kompilieren. Der ist jetzt beim Kompilieren aufgetreten. Und zwar deswegen, weil wir eben die Contains-Funktion nicht benutzt wurden, benutzt haben indirekt. Ja, die wurde wegoptimiert und erst jetzt, wo die verwendet wird, nämlich beim Aufruf der Remove-Methode, wird die auch mit kompiliert. Ja? Das ist also so eine Ad-Hoc-Kompilierung. Also die im Grunde nur das kompiliert, was tatsächlich benötigt wird. Okay, wir haben die 7 entfernt und wir sehen, die ist tatsächlich nicht mehr in dem Array. Und jetzt testen wir noch, ob auch die Exception funktioniert. Das heißt, wir entfernen die 7 wieder. Das darf natürlich nicht funktionieren, denn dieses Element existiert nicht mehr in dem Vektor. Das heißt, wir fangen auch hier die Exception und sagen expected element not found exception occurred. So. Okay. Und auch das ist der Fall. Ja, das erneute Ändern hat halt hier das erneute Löschen hat dann hier zu einer Exception geführt. Dann testen wir noch count und contains. Wir zählen also die Anzahl der Fünfen meinetwegen in dem Vektor count, na, nicht contain, sondern count 5 und die 7 zählen wir auch mal und meinetwegen auch die 6 und dann führen wir das Ganze nochmal mit der Contains-Funktion aus. So. Contains. Ja. Contains und Count wird indirekt schon in anderen Methoden getestet, aber wir probieren das mal aus und sehen, ja, Count ist 5 ist zweimal vorhanden und gibt natürlich True zurück bei Contains. Die 6 ist einmal vorhanden, die 7 ist gar nicht vorhanden, deswegen ist Contains auch False. Ja, das ist das, was wir hier sehen. Okay, und dann geben wir uns doch nochmal den Vektor aus. Genau. Und ändern mal das erste Element auf 99. Dann geben wir nochmal das erste Element aus. So. Eben, das ist dann jetzt also, das erste ist ein schreibender Zugriff auf das Array, das zweite ist ein lesender Zugriff. Und lass uns vielleicht nochmal die Anzahl der Elemente ausgeben, wie oft die 5 drin vorkommt. Und wir sehen hier, der Vektor war vorher 5, 5, 6. Dann haben wir das erste Element geändert auf 99 und jetzt kommt die 5 nur noch einmal vor. Warum? Das können wir hier auch gerade nochmal kurz demonstrieren. Weil eben das erste Element jetzt 99 ist, deswegen kommt die 5 nur noch einmal vor und count 5 ist entsprechend 1. Okay, also das war das Hauptprogramm. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Template-Klasse geschrieben für Vektoren mit begrenzter Redundanz pro Element in einer Header-Datei. Dort wurde das auch implementiert. Wir haben zwei Operatoren überladen, diesen mit den eckigen Klammern. Hier ist halt wichtig, dass wir eine Referenz zurückgeben und den Operator, um das in einen Stream umzuleiten. Dann haben wir zwei Exception-Klassen geschrieben, deren Objekte wir entsprechend geworfen haben. Und hier haben wir dann ein Hauptprogramm geschrieben, um das Ganze entsprechend
zu testen. Und das war die Aufgabe über Templates.